بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind inshallah mit unserem ersten Ders von Al-Arabiya Baina Yadayk mit der ersten Lektion, die sich At-Tahiyyatu wa-Ta'arufu nennt. At-Tahiyyatu heißt die Begrüßung. Wa-Ta'aruf, das Kennenlernen. Damit wir uns an einige Basisen schon halten können, die Araber haben immer eine Basis, und zwar, dass die Araber niemals mit Sukun, mit einem Stopp, anfangen. Und am Ende mit einem Sukun enden. Das heißt, wenn wir sagen, At-Tahiyyatu, dann sagen wir auch am Ende Wat-Ta'aruf, Wat-Ta'aruf. Wir bleiben bei dem Fa stehen. Das ist eigentlich meine Gewohnheit, dass ich immer so stoppe. Aber ich werde versuchen, und es kann sein, dass ich es vielleicht vergesse, dass ich ständig auch das Ende lese, damit ihr merkt, wie es am Ende, wie die Harika am Ende des Wortes ist. Gehen wir zu den Text oder zu dem, was wir heute lernen werden. Und zwar gibt es hier einen Dialog. Ich werde es euch lesen. Ich versuche das hinter mir her zu sagen, also für euch selbst. Und dann nachher wird jeder von euch einzeln es nochmal lesen. Khalid, Assalamu alaikum. Khalil, wa alaikum assalam. Ich gehe dann direkt mit dem Dialog. Ismi Khalid oder Ismi Khalidun. Masmuka. Ismi Khalilun. Kayfa haluka? Bikhairin. Walhamdulillah. Wa kayfa haluka anta? Bikhairin. Walhamdulillah. Jetzt übersetze ich. Assalamu alaikum. Also ist Frieden soll auf euch sein. Wa alaikum assalam. Und Frieden soll auf euch sein. Ismi, mein Name. Und dann Khalid ist der Name. Masmuka, ma heißt was? Ismuka, dein Name. Im Arabischen haben wir nicht dieses Verb oder dieses Hilfsverb oder das Verb sein und haben. Deswegen sagen wir direkt das Wort danach. Ma ismuka. Was? Dein Name. Also was ist dein Name? Ismi Khalil. Mein Name ist Khalil. Ism alleine heißt Name. Wenn du ein Ja hinzufügst, dann ist es mein. Wenn du ein Kaf hinzufügst, dann ist es dein. Kaif haluka? Kaif heißt wie. Hal ist eigentlich die Situation. Zusammen heißt es eigentlich, wie geht's dir? Kaifa hal. Und dir ist haluka. Kaifa haluka. Die Antwort ist dann bichair, also gut. Khair bedeutet das Gute. Walhamdulillah, Lob gehört Allah. Wa kaifa, wa heißt und. Kaifa ist wie? Haluka anta. Und wie ist? Und wie geht es dir? Also eigentlich kann man auch sagen, wa kaifa haluka. Das Ente ist sowas wie eine Bestätigung. Bikhairin walhamdulillah. Gut, alhamdulillah. Jetzt Abdul Baqi, kannst du den Dialog nochmal wieder lesen? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalilun oder Khalil? Also eigentlich Khalil. Aber wenn du Khalilun sagst, dann sagst du einfach nur, wie die Haraka am Ende ist. Ismi Khalil. Kaifa haluk? كيف حالك؟ بخير والحمد لله. حالك أنت؟ بخير.
Du hast ein Wort vergessen. Wa وكيف حالك حالك أنت بخير والحمد لله okay. Jetzt ist Yusuf dran. السلام عليكم وعليكم السلام اسمي خالد ما اسمك؟ اسمي خليل كيف حالك؟ بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله Super. Jetzt kommen wir zum anderen Dialog. Und der andere Dialog ist zwischen zwei Frauen. Das bedeutet, es wird kleinen Unterschied geben, weil du im Arabischen gibt es du männlich und du weiblich. Du für männlich heißt Enta und du weiblich heißt Enti. Genauso werden dann alle anderen Haraka sich dann ändern, also von Fetha auf Kesra. Das sehen wir jetzt beim Dialog. Und zwar Khawlatun oder Khawla sagt dann Assalamu alaikum. Khadija sagt dann Wa alaikum assalam. Hier hat es sich nicht geändert, weil die Begrüßung ist allgemein. Und wie geht's euch? Würdest du aber sagen, oder würde man sagen Assalamu alaika, dann hieß es, wie geht's dir? Für die Frau Assalamu alaiki. Nachdem sie dann gesagt hat, wa alaikum assalam, sagt dann Khawla, ismi Khawlatun oder ismi Khawla. Mein Name ist Khawla. Mesmu ki. Sie hat hier nicht mesmu ka gesagt, sondern mesmu ki. Warum? Weil es du weiblich ist. Khadija, ismi Khadijatun. Mein Name ist Khadija. Kaifa haluki. Wie geht's dir? Bikhairin. Alhamdulillah. Gut, Alhamdulillah. Wa kayfa haluki anti? Und wie geht es dir? Bi khairin walhamdulillah. Jetzt Abdul Baqi, kannst du es nochmal lesen? Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Ismi Khawlatun, masmuki? Ismi Khadij خديجة كيف حالك بخير والحمد لله وكيف حالك أنت بخير والحمد لله Okay, jetzt ist Yusuf dran. السلام عليكم وعليكم السلام اسمي خولة ما اسمك اسمي خديجة كيف حالك بخير والحمد لله وكيف حالك أنت بخير والحمد لله ما شاء الله. Hat bis jetzt hier jemand Fragen? Nein, keine Frage. Okay. Jetzt werden wir die einzelnen Bausteine nochmal lesen und unten haben wir dann eine Aufgabe, wo wir verbinden müssen. Also das Wort passt zu welchem Bild? Als erstes lesen wir dann die Wörter. Wir fangen von oben rechts an natürlich. Kaifa haluka. Dann in der Mitte. Oder wir gehen dann runter. Kaifa haluki. In der Mitte enti und enta. Und mesmuka und mesmuki. Das Blaue ist immer für maskulin und das Gelbe oder das Orange ist dann immer für feminin. Jetzt gucken wir ganz normal, jetzt kommen wir zum Tadrib, darunter. Da haben wir jetzt zwei Bilder. Oder also von oben und unten haben wir dann immer zwei Bilder und dann daneben auch zwei Wörter. Mesmuka und Mesmuki zum Beispiel. Das müssen wir jetzt verbinden. Ist das Mesmuka für das erste Bild oben oder das zweite Bild unten? Abdul Baqi, Mesmuka passt zu welchem Bild? Wie bitte?
Jetzt, ich versuche mal diesen Leser dazu benutzen. Wir haben das Wort hier Messmuka, okay? Ja. Und hier haben wir zwei Bilder. Jetzt das Messmuka, passt das zum ersten Bild oder zum zweiten Bild? Zum zweiten. Genau, zum zweiten. Also da, wo gerade mein Leser da ist, und inshallah, wenn ich das auf YouTube lege, dann kann man das auch sehen. Dann haben wir das Messmuki. Yusuf, zu was passt dem? Zu dem ersten Bild oder zu dem zweiten? Zum ersten. Genau, super. Dann haben wir in der Mitte Enti. Abdulbari, ist das für den ersten Bild oder für den zweiten Bild? Für das erste Bild. Enti. Was heißt Enti? Also du, weibliche Form? Ja. Weibliche Form. Das erste Bild ist aber männlich. Ach so, ja, das zweite. Genau, das zweite. Und Enter ist dann für welches Bild? Auch das zweite? Nee, weil das männlich ist. Das bedeutet für das erste, weil dort Männer sind. Ach so, ich bin schon bei der nächsten Spalte. Ja. Okay. Also wir müssen dann immer die Wörter, die da runter sind, also dieses NT und Enter, wir müssen das daneben gucken, das Bild daneben auf der rechten Seite, und dann eben gucken, welches passt. So, jetzt kommen die Fragen, jetzt kommen die Fragen zu Yusuf. Kaifa haluka, ist das für das erste Bild oben oder das zweite Bild, was unten ist? Das zweite Bild unten. Genau. Und Kaifa haluki, für welches Bild? Das erste oben. Genau, super. Jetzt haben wir hier eine zweite Aufgabe. Tadrib Athani, Ajib. Tadrib heißt Aufgabe und Ajib heißt Antworten. In einem Dialog geht es immer so in zwei, also einer redet und der andere antwortet. Das bedeutet, wenn Abdul Baqi, wenn jemand Assalamu alaikum sagt, was sagst du? Wa alaikum assalam. Genau. Yusuf, wenn jemand sagt Masmuka, was sagst du? Ismi Yusuf. Genau, super. Abdul Baqi, wenn jemand sagt Kayfa haluka, was sagst du? Walhamdulillah. Du kannst sagen Alhamdulillah. Du kannst auch sagen Bikhairin. Und du kannst auch sagen Bikhairin Walhamdulillah. Also alle diese drei gehen. Aber was du gerade gesagt hast, du hast nochmal was gesagt? Ja, genau. Walhamdulillah. Genau. Wenn du sagst Walhamdulillah, dann heißt das und Alhamdulillah. Und Allah, also und Lob gehört Allah. Also dieses und hat keine Bedeutung dann. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay. Also bi khairin walhamdulillah. Genau. Bi khairin walhamdulillah, das ist die größte. Du kannst auch nur sagen bi khairin. Du kannst auch nur sagen alhamdulillah. Soll ich es mir dann auch auf Arabisch aufschreiben? Auf mein Arbeitsblatt? Eigentlich ist die große oder die lange Form ist ja eigentlich schon im Dialog drin. Du musst nur wissen, dass du das einteilen kannst. So, verstehe. Du kannst vielleicht so einen Kreis machen und sagen zum Beispiel eine Form und dann nachher einen Kreis für Alhamdulillah und die zweite Form und einen großen Kreis um beide Wörter und sagen, das ist die dritte Form zum Beispiel. Ja. Okay. Jetzt ehrlich gesagt, mit dem Ismi, das habe ich nicht verstanden, wie soll man darauf antworten? vielleicht könnte man sagen, zum Beispiel Ismi Muhammad. Jetzt, um die andere Person zu reden zu bringen, was würdest du dann sagen, Yusuf? Also welche Frage würdest du dann stellen?
Ich würde fragen, masmuka oder masmuki. Genau, hier sind wir erstmal beim Maskulin und deswegen würden Okay, wir dann erstmal. dann masmuka. Genau, Mesmuka. So, jetzt kommen wir zum Weiblichen. Assalamu alaikum. Herr Abdulbaki, was ist dann die Antwort? Wa alaikum. Genau, wa alaikum assalam. Jetzt, wenn ich sagen würde, Assalamu alaiki, was würdest du dann sagen? Alaiki salam. Super. Nur, dass du verbinden musst. Wa alaikis salam. Alaikum. Achso, Ich wieder. wa alaiki salam. Genau, weil wa alaiki und es. Das musst du verbinden. Wa alaikis salam. Dieses L, also dieses der, die das, das Artikel, geht dann weg. Achso, verstehe. Okay. Jetzt, Yusuf, wenn jemand sagen würde, Mesmuki, was wäre die Antwort? Ismi und danach halt der Name, Khawla oder Khadija. Genau, super. Abdulbaki, wenn jemand sagen würde, Kaifa Haluki, was ist die Antwort? بخير والحمد لله. Gibt's Bikhairin dann walhamdulillah. Super. Für weiblich gibt es eigentlich nichts, was Spezielles ist. Es ist eigentlich das Gleiche. also okay. Okay. Jetzt, Yusuf, wenn jetzt jemand sagen würde, Ismi zum Beispiel Khawla, was würde man dann noch fragen? Masmuki. Masmuki. Mesmuki. So. Und hier glaube ich, machen wir nur eine kleine Pause oder hier bleiben wir stehen. Rabbana afina wa afana wa ahfazna bi asrari al-Fatiha.